Heute geht es um die Tiervielfalt im Herzstück der jungen Donau. Ich zeige euch alles, was in und um das Biotop Bronner Wehr lebt. Zumindest das meiste. Viele Tiere, wie zum Beispiel der Fischadler, sind zwar regelmäßige Besucher, aber eben nicht immer anzutreffen. Und manchmal bedarf es auch einer ordentlichen Portion Glück, gerade dort zu sein, wo die Tiere sich sehen lassen. Nur zwischen Friedingen an der Zügelhütte, dann am Jägerhaus vorbei nach Beuron, ist das Tal sehr eng, von steilen Felswänden eingeschlossen, ein Juwelstück der jungen Donau. Keine Eisenbahn oder geteerte Straßen führen durch das Tal. Immer mehr Radfahrer entdecken die idyllische Strecke, die teilweise nur Meter von der Donau nahezu parallel verläuft. Für Wanderer ein Eldorado. Links und rechts der Donau mit vielen Pfaden immer wieder von der Donau hoch zu Burgen oder Felsausblicken. Faszinierende, einzigartige Blicke ins Tal und auf die entspannt und breit fließende Donau. Ein Kernstück des Naturschutzgebiets bildet das Biotop Bronner Wehr mit seinem außergewöhnlichen Lebensraum, der sich über 2 Kilometer flussaufwärts vom Bronner Wehr bildet. Schon vor über 400 Jahren gab es die erste Mühle, die vom angestauten Wasser profitierte. 1924 wurde die Mühle umgebaut auf elektrischen Antrieb und es gab die Überlegung, das Wehr abzubauen. Damals regte sich aber massiven Widerstand von umliegenden Gemeinden, Schwäbischen Albverein und dem Naturschutz gegen den Rückbau des Bronner Wehr. Im Gegenteil, um das Wasser für Natur und Tier in der Region zurückzuhalten, wurde sogar durchgesetzt, dass das Wehr um rund 50 cm erhöht wurde. Auch schon damals waren die Menschen darauf bedacht, für längere Trockenzeiten für Natur und Tier ausreichend Wasserreserven zu haben. Gerade im Hinblick auf Wetterwandel in der heutigen Zeit eine wichtige Funktion als Wasserspeicher, der das Bronner Wehr erfüllt. Auch Waldbrandgefahr in Deutschland sehen wir mittlerweile jeden Sommer. Beginnen wir aber jetzt mit der Tierwelt. Seht mir bitte nach, wenn nicht alles fachlich richtig benannt wurde. Ich bin weder Biologe, noch habe ich je in meinem Leben geangelt. Die Informationen, die ich hier weitergebe, habe ich meist von engagierten Naturliebhabern oder aus dem Netz. Der Karpfen, der hier direkt am Bronner Wehr seine Runden dreht, ist sicherlich deutlich über 10 Jahre alt. Ein echter Zufallstreffer, gerade zu der Zeit mit der Kamera auf dem Bronner Wehr zu stehen, denn sobald die Burschen was Auffälliges sehen, sind sie weg. Deutlich einfacher hat man es vom Bettelmannfelsen, wo man die Tiere ungestört beobachten kann. Gerade bei schönem Wetter immer ein besonderes Naturerlebnis. Karpfe können gut 30, 40 Jahre alt werden. Also auch diese Brocken haben schon das Rekordalgenjahr von 2003 überlebt. Allerdings wäre der Abriss des Bronner Wehr das sichere Ende der Tiere. Da reichen keine kleinen Gumpen oder künstlich angelegte Flussarme. Vom Wehr zurück über den Bettelmann Richtung Bachtal ist der Lebensraum der für mich erhaltenswerten Tiere. Hier in den schon etwas älteren Bildern ein Barbenschwarm in der Höhe vom Bachtal. Mittlerweile sind die Fische schon deutlich größer. Diese Filme von mir sind von diesem Jahr. Ich habe schon öfters versucht, die Barben besser aufs Bild zu bekommen. Allerdings halten sich die Tiere vorwiegend in der Flussmitte auf. Ich habe die Barben vorwiegend auch in kleineren Gruppen zwischen dem Scheuerlehoffelsen und dem Bettelmannfelsen gesehen. Ein zusammenhängender Lebensraum von über 1 Kilometer. Also in einzelnen kleinen Gumpen wird das wohl nicht gehen. Schon komisch, wo ein Fließgewässer doch so toll sein soll, haben diese Barben jedoch keinerlei Interesse, das Biotop Bronner Wehr zu verlassen. Und man kann sich ja auch leicht vorstellen, dass diese großen Barben in einem knöcheltiefen Fließgewässer nicht allzu glücklich werden. Im Gegenteil, sogar leichte Beute für achtlos freilaufende Hunde werden können. Für den einen wertlose Flussalgen, für die anderen Kinderstube und geschützter Lebensraum und das nur ein paar hundert Meter vom Bronner Wehr entfernt. Gerade in dem oberen halben Meter vom Flussufer, wo für Fische, Libellenlarven, Frösche und so weiter das Leben beginnt, würde jäh zerstört und ausgetrocknet, wenn durch Abriss des Bronner Wehr der Flusspegel über 2 Meter abgesenkt würde.
Da hilft es auch nicht, die Wasserabsenkung gestreckt über Tage zu machen. Die Vegetation braucht Jahre, um wieder in solcher Pracht Lebensraum für den Nachwuchs zu bieten. Viele Jungtiere müssten elendig sterben. Und das an vielen Bereichen entlang des mehr als 2 Kilometer langen Biotops Bronner Wehr. Auch mehrere Generationen von Ringelnattern direkt am Wehr. Die meisten würden wohl den radikalen Eingriff von Baggerschaufel und Kettenfahrwerk nicht überleben. Auch tausende Kriechtiere wie zum Beispiel Blindschleichen, Eidechsen usw. so im langen Uferbereich des Biotops Bronner Wehr zermalmt oder das Winterquartier zerstört? Naja, ich habe den Eindruck, koste es was es wolle. Auch diese Kleinfische, wie ihr sehen könnt, ungefähr in der Größe von 10 bis 15 cm, direkt unterhalb des Bettelmannfelsen, haben scheinbar keinerlei Interesse, das Biotop Bronner Wehr zu verlassen. Ja, und jeder kann sich leicht vorstellen, dass solche Jagdgebiete ideal für den Fischadler sind. Von weitem aus der Luft schon gut sichtbar, Nahrungsangebot im Überfluss. Allerdings ist in den Gutachten der Planungsunterlagen für den Abriss nichts vom Fischadler zu finden. Dabei hätte man nur mal mit den einheimischen Leuten reden müssen. Der Fischadler kommt schon über viele Jahre in das Gebiet Biotop Bronner Wehr. Welche Ausgleichsflächen werden dem Fischadler nach Abriss des Bronner Wehrs geschaffen? Kleine Gumpen oder unruhig fließende Fließgewässer kann es ja nicht sein. Mir selbst ist es am 5.10.22 gelungen, den Fischadler zu fotografieren. Ich habe ihn aber leider erst entdeckt, als er sich mit der Beute in den Krallen mit Hilfe des Aufwinds vom Stiegelefelsen hoch über mir befand. Er muss wohl die Beute im Bereich Teufelsküche geschlagen haben. Da er noch nicht ganz die Höhe hatte, konnte ich diese Fotos beim Kreisen vom Fischadler schräg über mir schießen, bevor er dann über die Waldkante vom Kaiserstand verschwand. Hans-Peter Stähle hatte einen Fischadler schon am 29.09.2022 erwischt. Hoch auf einem Baum mit direkter Sicht auf das Bronner Wehr und der langgezogenen Wasserfläche zum Hakental, Donau aufwärts. Ja, natürlich gehört auch ein wenig Glück dazu, denn allzu leicht kann man ihn übersehen. Auch die Gänsesäger sind jedes Jahr im Bereich Biotop Bronner Wehr zu sehen. Am 6.10.2022 sind mir diese Filmaufnahmen Gänsesäger bei der Jagd gelungen. Erstaunlich war es für mich zu sehen, wie die Gänsesäger verhältnismäßig große Fische am Stück einfach runterschlucken können. Aber wie ihr sehen könnt, ist es wohl auch notwendig, um seine Mitstreiter die Chance zu nehmen, die Beute zu klauen. Gänsesäger tauchen im stillen bzw. recht langsam fließenden Wasser. Klar, im Fließgewässer wären sie wohl mehr damit beschäftigt, nicht abzutreiben, als zu jagen. Die Gänsesäger verwenden auch wieder den kompletten Bereich des Biotops Bronner Wehr. Immer wieder strecken sie den Kopf in das Wasser, um nach Beute Ausschau zu halten. Hier im Bereich des Scheuerlehoffelsen. Ich habe sie auch schon vorne direkt am Wehr gesehen. Auch die Gänsesäger werden in den Gutachten nicht berücksichtigt. Ja, auch diese Tiere sind scheinbar nicht erwünscht. Aber wie ihr auch hier wieder in diesen Bildern sehen könnt, bietet das breite Wasser der Donau auch Schutz vor Raubtieren, wie zum Beispiel dem Fuchs. Sobald den Gänsesäger etwas nicht geheuer ist, gehen sie in die Mitte der Donau. Nur wenn sie richtig erschrecken, kommt es zum kräftezehrenden Start und zum Abflug. Auch die Zwergtaucher sind immer wieder im Bereich des Biotops Bronner Wehr zu finden. Wenn man sich vorsichtig dem Wasser nähert, kann man die putzigen Tiere beobachten. Auch die Zwergtaucher sind vorwiegend in ruhigem Gewässer aktiv und nicht in Fließgewässer. In Uferbereichen mit starkem Bewuchs oder etwas ausgewaschenen Baumwurzeln finden sie guten Schutz. Die Zwergtaucher sind recht gute Schwimmer und Taucher. Fliegen allerdings tun sie nicht so gerne. So klein die Racker sind, können sie aber trotzdem recht energisch ihr Revier verteidigen. Auch Blässhühner sind keine Seltenheit und fühlen sich im Biotop Bronner Wehr wohl. Blässhühner fressen Fische, Schnecken, aber auch absterbende Pflanzenteile.
Blässhühner können sehr aggressiv sein, aber meist nur zur Brutzeit, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe aber auch schon beobachtet, wie so ein Blässhuhn einen Schwan vertrieben hat. Die Bilder hier habe ich selber am 9.09.2022 direkt am Bettelmannfelsen geschossen. Die Möchtegern-Experten meinten, der Eisvogel würde nur im Fließgewässer jagen. Naja, die Realität sieht halt doch anders aus. Auch habe ich den Eisvogel schon öfters im Winter direkt am Brunner Wehr gesehen. Gerade dort, wo das Wasser über die Kante bricht und daher auch nie zugefrieren kann. Auch die Barsche fühlen sich wohl, hier in der Höhe von der Feuerstelle Teufelsküche und nicht weit entfernt die ganz kleinen Barsche. Auch in diesem Bereich wird die Wasserabsenkung noch deutlich über einem Meter liegen, was die Fauna im lebenswichtigen Bereich des ersten halben Meter der Uferböschung austrocknen und zerstören wird. Auch hier wieder zwischen Hakental und dem Bronner Wehr. Verschiedene Fischarten, die sichtlich in Ruhe und Gelassenheit ihr Leben im Biotop Bronner Wehr genießen. Auch hier wieder größere Fische. Die Fische sind rund 50 cm lang. Auch hier hindert wieder die Fische keiner daran, weiter donauaufwärts Richtung der Donauquelle in Donaueschingen zu schwimmen. Aber wie ihr selber sehen könnt, haben die Fische nicht einmal Bock darauf, in das Musterstück vom Fließgewässer im Bereich des Schänzle den einen Kilometer hoch zu schwimmen. Sie bleiben doch lieber im Biotop Bronner Wehr. Kommen wir jetzt aber zu den Kleintieren. Überall im Biotop Bronner Wehr, egal ob an einem alten Holzstück oder an einem Stein, krabbeln oder kleben Tiere. Hier mehrere Beispiele von einer Köcherfliegenlarve. Wichtig ist zu erwähnen, wie ihr hier seht, dass gerade diese Larven für eine gute Wasserqualität stehen. Immer wieder zu behaupten, die Wasserqualität sei im Biotop Bronner Wehr schlecht, lässt sich eindeutig durch die Vielzahl und die Art der Tiere widerlegen, die im Biotop Bronner Wehr leben. Immer wieder veraltete Gutachten aus der Schublade zu ziehen, ist keine sachliche Darstellung der aktuellen Lage des Biotops Bronner Wehr. Überall im ganzen Uferbereich des Biotops Bronner Wehr findet man auch die Bachflohkrebse. Auch diese Tiere sind ein gutes Beispiel für die doch recht ordentliche Wasserqualität im Biotop Bronner Wehr. Auch dieser kleine rote Racker kann man gelegentlich antreffen. Mir ist es noch nicht gelungen herauszufinden, was für ein Tier das ist. Auch hier muss wieder mit aller Deutlichkeit gesagt werden, wird das Wasser zwar über mehrere Tage abgelassen, wird der kleine Racker wohl mitwandern mit in die Tiefe, allerdings wird er keine Nahrung mehr finden. Denn bis sich die Vegetation wieder erholt hat, wieder neu gewachsen ist, vergehen Jahre. Wie viele Tausende oder gar Zehntausende Schnecken werden wohl diesen radikalen Eingriff nicht überleben? Nach Absenkung des Donauwassers im nächsten Sommer durch die Sonne ausgetrockneter obere Flussuferbereich. Ja, was passiert eigentlich? Oder was sind die Gründe? Vor doch nicht allzu langer Zeit, im Jahr 2003, wurde noch eine recht aufwendige und nach meiner Meinung gut durchdachte Fischtreppe mit rauer Rampe gebaut. Für die meisten Bürger, wie auch für mich, kam dieses Jahr im Juni, kurz vor dem Urlaub, völlig überraschend, die Ankündigung, dass Bronner Wehr soll abgerissen werden. Eine wohl nicht unwichtige treibende Kraft spielt hier scheinbar der LNV. Unter dem eingeblendeten Link findet ihr eine Seite vom LNV vom 25.06.2018, verfasst von Dr. Berthold Laufer. Oder noch einfacher, gibt in der Google-Suchmaschine die Begriffe ein, LNV, Abriss, Bronner Wehr.
In den Schreiben an das Regierungspräsidium findet ihr unter anderem folgenden Satz: Ein Belassen des funktionslosen Bronner Wehr vor dem Hintergrund einer erhöhten Ablassmenge am Friedinger Wehr stünde im Widerspruch zu den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinien, wäre ein großer limnologischer Nachteil und eine unvertretbare hohe Subvention von Hobbyanglerei. Komisch, nach meinem Kenntnisstand ist es doch so, der Abriss kostet über 1 Million Euro. Aber wenn wir es stehen lassen, wenn wir gar nichts an dem Wehr machen, dann überlebt uns das Wehr alle. Eine unvertretbare hohe Subvention von Hobbyanglerei. Gebe zu, ich verstehe nichts vom Angeln, aber ich sehe nicht, wo hier die Anglerei bezuschusst wird. Wo und wie fließen denn die Gelder, Herr Laufer? Das frage ich mich. Herr Karpfer ist Chef des Ingenieurbüros, das die Maßnahmen Abrissbronner Wehr zum Teil begutachtet und wohl auch gerne begleiten möchte. Wenden wir für eine Brücke extrem viel Geld aus, das Wehr ist völlig marode, wie wir herausgefunden haben, und der Umbau der Fischrampe würde auch noch entsprechend viel Geld kosten, und wir müssten von vornherein, dass nur eine beschränkte Effektivität da vorhanden wäre. Also für mich persönlich ist das Bronner Wehr mit seiner Anfang 2000 aufwendig gebauten Fischtrempe und rauer Rampe keine Krücke. Auch dass das Wehr völlig marode ist, halte ich für eine unhaltbare Behauptung. Also auch durch Herrn Karpfer haben wir, nach meiner Meinung nach, ein sehr engagierter Befürworter für den Abriss des Bronner Wehr. Zum Thema Kosten ist auch hier wieder klarzustellen, der geplante Abriss des Biotops Bronner Wehr wurde 2020 auf 940.000 Euro kalkuliert. Eine wohl deutlich kostengünstige Alternative und auch für die Natur kein derart radikaler Eingriff wäre die Ertüchtigung der Fischtreppe auf Stand, wie von den Wasserrahmenrichtlinien geforderten Erfordernissen zu bringen. Aber diese Möglichkeit wird, wie ihr hören konntet, kategorisch abgelehnt und nicht einmal ansatzweise untersucht. Wie es gehen könnte, ist am Wasserkraftwerk Friedingen zu sehen, wenn man wollte. Ja, hier seht ihr unseren neuesten Zuwachs. Das erste Mal in diesem Jahr haben hier Schwäne gebrütet. Es waren 3 Jungtiere. Auch diese Jungtiere sind unbedingt darauf angewiesen, die breite Donau als Schutzzone für den Schutz zu haben. Wie ihr wohl alle wisst, haben die Jungtiere noch kein weißes Federkleid und können im ersten Jahr auch noch nicht fliegen. Ja, nicht nur Schwäne tummeln sich gerne im Biotop Bronner Wehr, auch diese Stockenten nützen die Gelegenheit, sich mit den Moosen und Algen, die auf dem Bronner Wehr wachsen, zu sättigen. Auch für die vorbeikommenden Wanderer und Radfahrer ein schöner Anblick. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, um was es hier geht. Das Biotop Bronner Wehr mitten im Herzen der jungen Donau. Und nicht nur eine völlig marode, völlig nutzlose Krücke.